Ich würde aber gerne erstmal nochmal hier zusammen teilgehen, genau. Eins hat auf vier geschlagen, Banktresor ist voll. Ja, dann sollte ich mal zu einer Bank gehen. Am besten so schnell wie möglich. Oh, wir haben da vielleicht ein paar, die bald komplett durch sind. Vielleicht haben wir schon zumindest schon mal einen hier, der ordentlich weit ist. Das heißt, Aufträge sind wieder an Land zu gehen oder sind wieder da. So, jetzt habe ich zwei Signale, es reicht. Am besten sollte ich zu einer Bank gehen, am besten schnell wie möglich. Ist hier in der Nähe eine Bank? Da ist eine Bank. Denn wir werden jetzt ein bisschen Hauptmission machen. Und, ja, ich hoffe, das ist auch im euren Sinne. Wir haben jetzt ein bisschen Nebenmission gemacht. Vier Kurtisanen-Missionen haben wir gemacht, meine ich. Eine Leonardo-Mission. Und jetzt noch ein bisschen, Hauptmission-Action, denke ich, ist fair. Überlegen, wie wir diese Bastarde treffen können. Oh. Erstmal eine Bank renovieren und ein bisschen was nehmen. Einen Sinn. 8 von 10 Banken, habe ich gerade gelesen. Ja, 50.000. Dann renovieren wir doch ein bisschen hier gerade, wenn wir doch gerade hier sind und so viel Money haben. Wieso nicht? Meine 43-prozentige Überlebensquote bei euch. Ja, ich muss auf jeden Fall noch was nachkaufen. Reparieren kann man immer. Eine Armbrust. Oder eine Armbrustbolzen, eher gesagt. Ich will doch nur heilen. Beim Arzt auch noch. Apothekenbedarf. Ah, Geschäftsaufträge, stimmt. Also erstmal Gift kaufen. Und Medizin. Das sollte erstmal genügen, aber passt in Zukunft besser auf. Der zu tief. Ich könnte hier eigentlich hier noch diese paar Sachen gerade noch renovieren. Heilige Vater hat das Vorhaben abgesegnet, die Niedrigen der Kirche im Bezirk zu erhöhen. Oh.
Der Controller ist ausgegangen. Einen Moment, ich muss kurz nach dem Ladekabel greifen. Ich hab's. Einen Moment. So. Und wieder bin ich da. Ich habe exklusive Schleier aus dem Osten für eure Frauen. Beutel, können wir denn? Messelgötter-Erweiterung kaufen wir uns, wir haben ja genug Geld. Mittleres Gift-Täschchen. Großes Gift-Täschchen. Ah, und der Geschäftsauftrag. Erinnern alle Cittadini, dass öffentliche Trunkenheit und Wollust nur an Festtagen. Also, wir haben jetzt wieder mehr Messer. Oh. Und mehr Gift. Aber extrem viel mehr Gift. Das dürfte auch erstmal reichen. So viel Gift benutze ich gar nicht. Ich werde es nochmal zählen. Eure Inbrunst gutheißen. Das Konzil. Wer kann ein wenig Goldbrokat schon widerstehen? Erstmal das wieder renovieren. Ihr wollt es, ich habe es. Machen wir da Söldner rein. Das kann man ja immer wieder umändern. So, damit hätte ich, glaube ich, das alles renoviert hier in der Nähe zumindest. Obwohl, hier ist noch ein Arzt. Privaten Tummelplatz und Klettergerüst nutzen, um sich bei Wäscheleinen walten zu lassen. Es gab viele Beschwerden wegen gebrochener Pfosten. Und Gott weiß, wie schwer es ist, weiße Wäsche wieder sauber zu bekommen. Kardinal Soderini hat vor seinem Palazzo in Ponte den Bau. Kommt, einer meine Freunde! Ich habe frischen Schafsurin und Rosmarinpackungen geliefert. Oh. Da könnte ich auch nochmal natürlich hinreiten. Glaube ich, ein Aquädukt. Seid dort stehen, Spät. Sind sofort zu räumen. Die Eisen können bei mit deiner Mutter. Wie oft denn noch? Tunneleingang kann man auch nochmal reparieren. Ist das Franzosen?
Das können wir auch ausbauen. Dann machen wir das auch. Die Therme haben wir wieder erworben. Ja, das stimmt, dass wir nicht bei den Barbaren sind. Kalmati! Was tut ihr da? Oh, da sind wir ja schon. Ich grüße euch auch. Ezio! Ich hatte mein Weib erwartet. Irgendwie überrascht mich das nicht. Die verfluchten Franzosen setzen uns zu. Erzählt mir vom General, diesem Baron de Valois. Cesare überzeugte König Ludwig, ihm eine ganze Armee zu leihen, um mich zu besiegen. Das schmeichelt mir. Wo kann ich ihn finden? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich Valois am Kragen habe. Wir schlagen sie zurück. Sie scheinen näher zu kommen. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Schließt die Tore! Bene, vielleicht könnte ich etwas Hilfe gebrauchen. Bene, vielleicht könnte ich etwas Hilfe gebrauchen. Ich guck mal gerade, ob ich aufnehme. Einen Moment. Das mache ich öfters mal. Also zumindest läuft meine Aufnahme in Sachen Bild. Und meine Aufnahme in Sachen Ton läuft auch wie geschmiert. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Natürlich kann man das so sagen. Ja. Und weiter geht's auch. Also die drei Tore in der Kaserne herablassen, um zu verhindern, dass die französischen Truppen die Kaserne erobern. Keinen Schaden nehmen. Jetzt brauche ich nur Rauchbomben und Assassinen. Achso, das ist. What the fuck? Oh fuck, ich hab's nicht geschafft, okay. Und geschafft. Nehmen wir das kleine Messer, das ist vielleicht ein Tick besser hier. Der Baron de Valois gibt vom Feld aus Signale. Das ist schön. Bonjour, General Dalviano. Êtes-vous prêt à vous rendre? Warum kommt ihr nicht näher und fragt das? Ihr solltet Französisch lernen. Es könnte eure barbarische Natur verbergen. Dann bringt es mir doch bei. Und ich könnte euch das Kämpfen lehren, von dem ihr so wenig versteht. So unterhaltsam das Palaver auch sein mag, ich verlange eine bedingungslose Kapitulation vor Sonnenaufgang. Ha! Meine liebe Bianca flüstert sie euch ins Ohr. Ich glaube, eine andere Braut würde widersprechen. Mio marito vi ammazzerà tutti. Ich töte dich, for tutto francese! Ganz ruhig um eures Weibes willen. Ihr kennt die Bedingungen. Kommt beim Tagesanbruch unbewaffnet ins Lager. Und übt ganz schön Französisch. Bald wird es in ganz Italien gesprochen. Na warte, pezzo di merda, figlio di puttana!